Einer der wichtigsten Punkte, um im Glaubensleben zu wachsen, ist Gehorsam. Einfach dem Gehorsam zu sein, was Gott in unser Herz hineinlegt, der Stimme des Heiligen Geistes zu gehorchen und seinem sanften Drängen einfach nachzugehen. Gehorchen. Eine interessante Begebenheit, die das etwas darlegt, ist in Johannes 9 zu finden. Das ist die bekannte Geschichte, wo der Blindgeborene durch Jesus geheilt wird. Nun, das geschah während des Laubhüttenfestes. Das war ein Pilgerfest, die Stadt quoll über mit Hunderttausenden von Pilgern. Und es war richtig voll, es war kaum ein Durchkommen. Und in diesem Trubel sagt Jesus zu dem Blinden, er soll zu dem Teich Siloa gehen. Das war viel schwieriger, vor allen Dingen für den Blinden, als es sich vielleicht für uns anhören mag. Es ist diese bekannte Geschichte, wo Jesus auf den Boden spuckte, einen Teig mit dem Dreck machte und dem Blinden auf die Augen schmierte. Und dann sagt er zu ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Der Mann war gehorsam, was wie gesagt nicht so einfach war, und er kam sehend wieder. Nun, er hätte es ja auch anders sagen können. Er hätte sagen können, also hier sind so viele Menschen, Jesus hätte mich vor allen Menschen heilen können. Das wäre doch viel besser gewesen. Warum hat er das nicht getan? Und er wäre gar nicht zum Teich Siloa gegangen. Er hätte sagen können, ich hätte erwartet, Jesus spricht zu mir und ich kann sehen. Und er wäre nicht gegangen. Oder er hätte sagen können, ich habe erwartet, Jesus legt seine Hände auf mich und betet für mich. Und er wäre nicht gegangen. Weißt du was? Wenn er nicht zum Teich Siloa gegangen wäre, wäre er nicht sehend geworden. Er hätte ja auch sagen können, ach, beim Teich Siloa, da ist mir zu viel los, ich gehe lieber zum Teich Bethesda und wasche mich da. Wäre er dann sehend geworden? Nein. Jesus hatte ihm einen ganz präzisen Auftrag gegeben. Er hätte auch bis zum Teich Bethesda gehen können und sagen können, was passiert jetzt? Ohne sich zu waschen. Er wäre immer noch nicht geheilt geworden. Er musste das, was Jesus zu ihm gesagt hatte, ganz präzise ausführen. Und als er es tat, wurde er sehend. Im Alten Testament, parallel dazu, finden wir beispielsweise die Geschichte von Naaman, der sich 7-mal im Jordan untertauchen musste, bevor er vom Aussatz frei wurde. Eine Herausforderung für ihn, wie auch für diesen Blindgeborenen. Es eine Herausforderung war da, gegen den Strom sich durch die Menschenmassen irgendwie durchzuwühlen. Weißt du was? Sei dem gehorsam, was Jesus von dir will. Tu es präzise. Je präziser, je genauer, desto besser wird das Ergebnis sein. Vielleicht will der Herr auch dich geistlich in eine ganz andere Dimension sehen lassen, um es mal so auszudrücken. Dann musst du das tun, was er dir bereits gesagt hat, was du tun sollst. Sei da nicht nachlässig. Lass dich nicht zurückhalten. Lass dich nicht blockieren durch irgendwelche Überlegungen, Gedanken, wie das sein könnte oder müsste, warum du das nicht genau so tust, wie der Herr es dir gesagt hat. Ich glaube, dass du vielleicht viel näher an dem Durchbruch in deinem Leben bist, wenn du dem Herrn wirklich gehorsam bist mit dem, was er dir aufs Herz gelegt hat. Ich glaube, wenn du gehorsam bist, hat Gott viel, viel mehr für dich.